Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Metro 2033 Last Light. Was gibt's zu sagen zur letzten Folge? Eigentlich nicht viel. Ihr habt sie bestimmt alle gesehen, sonst wärt ihr nicht hier. Ich würde auch sagen, statt drüber zu reden, lasst uns direkt weitermachen. So habe ich meinen Freund wenigstens die ganze Zeit bei mir. Bin ich mit einfach. So, kann man schlecht durchsehen. Ich wünschte, ich könnte die Waffe jetzt anpassen. Ich hasse die Telepathen und die Nosalis, ne? Und noch viel mehr hasse ich diese komischen Untergrundspinnen. Da geht es nirgendwo hin. Das heißt, ich muss wohl hier lang. Nur einer? Nur einer. Gott sei Dank. Geht doch einfach weiter. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich helfe dir zu sehen. Ach du Scheiße. Das ist gut, wenn sie mich fürchten. Ach, schnell weiter, schnell weiter. Ach so, nur mal so nebenbei. Dieses Atmen, dieses schwerfällige Atmen, was er macht. Wenn man so eine Gasmaske auf hat und das für längere Zeit oder sich anstrengt. Die anderen Leute sind stark. Ihr könnt jeden töten. Dann kann es tatsächlich sein, dass man recht schnell so schwer atmet. Also wie gesagt, ich war 4 Jahre bei der Bundeswehr. Ich musste so eine Maske des Öfteren tragen bei ABC-Übungen. Ich komme mit dir. Etwas, das du kennst. Ich brauche es. Verstehst noch nicht. Etwas Wichtiges. Ja, ich freue mich, wenn du mitkommst. Bin ich nicht ganz so alleine hier. Drecksviech. Thank you.
Hier lang. Hier lang. Wieso glaube ich, dass ich gleich auf dich. Denke, du bist Essen. Ich bin kein Essen. Ihr tragt alle Kleidung. Ich will auch, wie du. Nein, ich will erst hier vorne gucken. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, schnell nachladen. So, dich auch schnell nachladen. Ich habe einen neuen Eintrag gekriegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Tagebuch. Die Kreuzung. Eintrag 1. Ich erinnerte mich, warum ich immun gegen den Einfluss der Schwarzen bin. Ich bin tatsächlich ein Auserwählter, doch ich bin nicht so geboren worden. Ich wurde erst an dem Tag so, an dem wir die Luftschleuse öffneten, der Tag, an dem ich zum Sterben verdammt war. Entschuldigung. Der Tag, an dem ich zum Sterben verdammt war. Ich sollte von wilden Bestien in Stücke gerissen werden, aber dieser Schwarze rettete mich. Ich war der erste Mensch, den sie je getroffen hatten. So war es geschehen, und bevor ich überhaupt Gelegenheit bekam, Angst zu empfinden, berührte er mich. Ah, berühr mich! Entschuldigung. Denn so stellen sie eine Verbindung her. Mit Erwachsenen ist das schwierig hinzubekommen. Aber mit Kindern, sie sind noch nicht festgefahren, ihre Seele hat noch keine Kruste und ist leichter zu berühren. Ich war der Erste. Und wir werden nicht der Letzte bleiben. So, mein kleiner schwarzer Freund, wo bist du? Filter wechseln. Ich kann entweder da rein oder da hoch. Wir gehen erst hoch. Ich wette, ich kann da gar nicht hoch. Doch, kann ich. Bis hierhin. Okay. Da hat er mich kommen sehen und ist sofort abgehauen. Ich sacke hier selbstverständlich wieder alles ein, was es gibt, was ich mitnehmen kann. Denn man weiß nie, wann das Zeug einem den Arsch rettet. Bin ich ehrlich, würde ich in einer echten Apokalypse genauso machen. Ich würde alles einsammeln, was ich kriegen könnte, was mir weiterhilft. Komm, nehmen wir mit. Vielleicht keine guten. Wir werden es sehen. Wir nehmen sie einfach mit. Manchmal sind Pistols gar nicht so verkehrt.
wieder. Sieh mal, ich bin wie du, mit Kleidung. Sieht schick aus, steht dir. Das Spiel macht. Ich wollte gerade sagen, das Spiel macht mich ganz leicht hart. Paranoid. Lauf. Shit. Aus einbrechen, also alles klar. Und schnell weiter. Schnell weiter. Diese hässlichen Sprints, ne? Ich laufe jetzt gerade einfach. Ich hoffe einfach, dass es richtig ist. Aber da hier Monster sind, gehe ich fest davon aus, dass das der einzig richtige Weg für mich ist. Und weiter geht's. Ich werde nach Möglichkeit. So hoch. Ihr gemacht. Die Stadt. So groß. Warum seid ihr Leute jetzt da unten? Warum so wenige? Ihr Menschen habt getötet. Euer ganzes Volk. Seltsam. Dumm. Böse. Ja, da hast du leider recht. Es war seltsam, es war dumm, es war absolut böse. Aber das ist nun mal die Menschheit. Wie auch immer meine Absichten ihm gegenüber sind, den kleinen Schwarzen scheint es nicht zu kümmern. Er folgt mir einfach, als wenn ich nie hinter ihm her gewesen wäre. Als wenn wir durch das Schicksal verbunden wären. Wie viele von euch hassen mich jetzt für diese Aussagen? Du siehst sie nicht? Du nicht sehen kannst? Rot. Gefährlich. Rot ist gefährlich. Was? Was ist denn rot? Hit. Vielleicht hätte ich jetzt nicht schießen sollen. Ich habe es aber leider trotzdem getan. Ich habe mich gerade schon wieder zurückgelehnt. Das tut mir leid.
Ich hätte die umgehen können. Ich hätte die ernsthaft umgehen können. Wollen wir das ausprobieren? Komm, wir probieren das aus. Wie auch immer meine Absichten ihm gegenüber sind. Zeit zu gehen. Du siehst sie nicht? Du nicht sehen kannst? Rot. Gefährlich. Gut, alles was rot ist, ist gefährlich, aber... ob ich an denen vorbeikomme, ohne dass ich kämpfen muss. Das wäre natürlich jetzt das Idealste, was passieren könnte, dass wir an die vorbeikommen, ohne zu kämpfen. Ich werde mich trotzdem zurückhalten, anzugreifen. Sieh mal, viele. Ach du Scheiße. Ich bin gerade hochkonzentriert, das merkt man vielleicht ein bisschen. Geht's da hinten weiter? Nein, ich fürchte nicht. Nein. Ah, Mist, das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Mist, 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 Mist. Die kommen von da ganz hinten tatsächlich hierher? Da hätte ich ja doch kämpfen können. Mann, wie gemein ist das denn? Noch ein Eintrag, den ich nicht eingesammelt habe. Schade. Brücke. Eintrag 1. Aber ich blieb ein Mensch. Ich hatte Angst davor, anders zu sein. Angst davor, als abnormal betrachtet zu werden. Ich war der Einzige, der ihrem Einfluss nicht unterlag. Doch ich hielt mich für einen Schläferagenten der Monster. Das Treffen mit dem Schwarzen wurde einfach aus meiner Erinnerung verdrängt. Das Tier in mir erwachte und verschlang den Menschen. Ich ging als Weiser an die Oberfläche und kam als erstgeborener Sohn zurück. Ich sollte eine Verbindung zwischen den Engeln und Menschen schaffen, und stattdessen richtete ich Raketen auf sie. Es gab nur einen Überlebenden, und jetzt steht er vor mir, ein Kind, ein Weise, allein in der weiten Welt. Der Kreis schließt sich. Ich hoffe, so wie ich die Sachen vorlese, ist das absolut in Ordnung für euch. Ja, ich hoffe, ihr seid zufrieden damit. Ich hoffe, das ist wirklich in Ordnung. Ach, mein Ohr juckt gerade, Entschuldigung.
Ja. Wie gesagt, habt ihr Anregungen oder Kritik, konstruktive Kritik? Dürft ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben? Oder mich während eines meiner Livestreams gern besuchen kommen und dann können wir auch gern darüber sprechen. Also ich bin der Letzte, der sagt, alles was mir hilft, mich weiterzuentwickeln, nehme ich nicht an. Oder was das, was die Let's Plays besser macht oder auch die Livestreams. Von daher, über alles, was mir hilft, besser zu werden, es für euch besser und angenehmer zu machen, nehme ich gerne an. Das aber bitte freundlich und nicht, ey Digga, du musst. Denn auf sowas habe ich keinen Bock. So. An dieser Stelle stehen wir gerade relativ safe. Daher beende ich an dieser Stelle die Folge. Wünsche euch noch einen wundervollen Resttag. Ja, nicht mehr ganz so lange. Oder auch, wenn ihr zur Arbeit müsst, angenehme Schicht. Und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Macht es gut. Ciao.